liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird ein Loch Lomond Exclusive Cask für Whisky.de. Whisky.de macht Einzelabfüllungen. Habe ich erst vor kurzer Zeit ein Video hochgeladen, war ich auch überhaupt nicht überzeugt davon, was sehr schade war und habe jetzt gedacht, jetzt mache ich mal eine zweite Flasche auf, die ich mir auch von Whisky.de habe bestellt und zwar einen Loch Lomond Whisky Exclusive Abfüllung, einen First Fill Amontillado Vollreifung. 12 Jahre, 54,8 Volumenprozent. Es gibt 843 Flaschen von dem guten Stück, ist ungefärbt, nicht filtriert. Ich habe den ungefähr für 74-75 € gekauft und meines Wissens gibt es ihn aber schon wieder nicht mehr. Ich wollte nämlich noch mal was nachholen. Ja, wenn ich mir die Pulle mal so anschaue, ist ja ein schönes Teil, schöne Flasche. Gefällt mir ganz gut. Von Loch Lomond habe ich bisher allerdings noch nicht viel gehabt und von daher sage ich vielleicht auch ein bisschen was zur Brennerei. Also Loch Lomond liegt in den Highlands, wurde 1966 von Little Mill Amerikanern gegründet. Wurde dann mehrmals verkauft bzw. war von 1984 bis 1987 geschlossen. Und ist die einzige Distillerie in Schottland, die sowohl Single Malt als auch Single Grain Whiskys produziert und damit auch die einzigen, die einen sogenannten Single Blend im Endeffekt anbieten können, weil ja alles aus der gleichen Brennerei kommt. Ja, heute gehört die Loch Lomond Brennerei zu Hill House Capital Group. Noch nie gehört. Können wir auch gleich wieder vergessen. Am Ende des Tages, was machen wir heute? Wir haben hier eine Fassstärke, eine Vollreifung. Machen wir mal auf. Oh. Und vor allen Dingen haben wir einen Amontillado First Fill, was ja 100% meinem Beuteschema entspricht. Und wenn ich mir das so anschaue, dann lassen wir dem mal ein bisschen Zeit zum Atmen, dem Kollegen. Ich habe ja, wie gesagt, vor wenigen Tagen, Wochen das Video von dem Aaron von Whisky.de ins Netz gestellt. Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor von dem Whisky enttäuscht und am Ende des Tages kann man den trinken, keine Frage, aber man gibt sein Geld auch aus und dann erwartet man auch einen Whisky, der ausgesucht von Fachmännern dementsprechend in der Qualität ist. Das war er nicht. Hab damals im Video gesagt, ich hoffe, das ist ein einmaliger Ausrutscher. So, da bin ich gleich die Woche drauf in meinen Keller und habe mir den Loch Lomond, den wir hier haben, einfach mal aufgemacht und ins Glas geschenkt und möchte den heute mit euch besprechen, ob es eine, na, ich möchte mal sagen, einmalige Ausrutscherchen war, was da passiert ist, oder ob bei Whisky.de in der Fassauswahl vielleicht doch nicht so viel Wert auf Qualität gelegt wird, was ich aber nicht glaube. So, schauen wir uns erst einmal die Farbe von dem Kandidaten hier an. Das ist ein wunderschönes dunkles Gold, leichter heller Bernstein. Und wenn er nicht gefärbt ist, so steht es ja auch drauf, beziehungsweise steht ihm nicht drauf, dass er gefärbt ist. Da gehe ich mal davon aus, dass er das auch nicht ist. Unchill Filtered steht ja drauf. Ja? Wenn man sich mal die Tube auch anschaut, ist halt ein bisschen, naja, schaut so ein bisschen billig aus hier mit diesem Schmalspur-Grau-Silber. Andererseits haben sie ein schönes Wappen, die Kollegen. Und ich lese mal vor, was da drauf steht. Loch Lomond, Cask Strength, Not Chill Filtered, Fruity and Sweet with a Warming Oak Spice. Naja, wir werden es gleich merken. Destilliert am 31. Dezember 2008,
gebottelt am 14. Februar 2020, one of 843 Flaschen. Cask Nummer 18385-5, Exclusive Cask. Ja, es wird mein erster Loch Lomond. Ich bin wirklich gespannt. Bisher habe ich mich vor der Brennerei gedrückt, habe mir irgendwie nie abgeholt oder nie angemacht, weil irgendwie die Dinge immer billig aussehen, auch nicht viel Geld kosten, was jetzt nicht unbedingt ein Markenzeichen sein muss, aber na gut. Genug geschwätzt, hängen wir mal unser übersensibilisiertes Riechorgan ins Gläschen, um euch mitzuteilen, was er denn rüberbringt. Oh, ja. Also der Geruch macht schon den ersten von Whisky.de von vor 2 Wochen komplett weg. Wow, ist genau mein Ding. Ah, hat wieder so ganz leicht fäkalen Unterton. Ich mag das so, dieses Salzmandel. Ja, aber es ist ein Amontillado, man riecht es einfach raus. Meistens schmeckt man es auch, und da das eine Vollreifung ist, auch freue ich mich jetzt richtig, was der im Mund kann. Also ehrlich. Salziges Karamell, Toffee, leichtes Getreide, Würzigkeit, Früchte, eigentlich gar nichts, muss ich jetzt zugeben. Eher nussig, karamellig, Popcorn, wenn du im Kino sitzt, aber die süßen, nicht die salzigen. Alkohol kommt durch, 54,8 Volumen, die merkst du schon. Ach, und Salzkaramell. Oh, da könnt ihr wieder ewig dran schnuffeln. Oi. Ich probiere Slange. Oh, vielen Dank für diese kleine Göttergabe. Ist der lecker. Oh, genau mein Ding. Also, der tritt an. Volumen. Fass kommt durch, direkt. Hat eine schöne, würzige, hat eine Bitterheit drin, aber nicht so diesen Virgin Oak Charakter, dass da gleich die Barthaare vom Backen fallen. Nee, schönes, würziges, leicht bitteres Holz. Dann Karamell, Honig, Vanille. Dann eine ganz leichte Schärfe. Ich würde es dann eher mit Pfefferschärfe umschreiben. Nussigkeit, aber nicht salzige Nüsse, sondern eher so die Haselnussrichtung. Und das salzige Karamell. Mmh. Speichelfluss. Oh, das ist schon was Leckeres. Muss ich nochmal probieren. Ist der gut. Oh. Also das ist wieder so einer, ich glaube, da muss ich schon fast unter die Dichter gehen. So nach dem Motto, es tut das Herz so weh, wenn ich das Glas am Boden sehe. Boah. Der Abgang, bitter, scharf, süß, schwer, würzig, voluminös. Das Amontillado-Fass kommt wunderbar durch. Kann jetzt allerdings überhaupt nicht sagen, ob das dem Brennereicharakter von Loch Lomond entspricht. Auf jeden Fall, das Ding ist echt jeden Euro wert, was ich da ausgegeben habe. Ich habe es ja vorhin schon beim eingänglichen Satz eigentlich schon verraten, dass er mir schmeckt, weil ich wollte ja direkt noch 2 Flaschen nachkaufen. Anscheinend war ich aber der, der die letzte gekauft hat.
Es gibt es nämlich nicht mehr auf whisky.de. Ja, da kann ich nur sagen, Horst Lüning, da hast du alles richtig gemacht. So müssen die Fässer sein, die du raussuchst. Dann kann man sie auch uneingeschränkt weiterempfehlen. Und für 74 Euro oder 75, was ich ihn gekauft habe, ist immer noch ein Haufen Geld für einen 12-Jährigen, aber für eine Fassstärke und dann auch noch eine Vollreifung in einem First Fill Amontillado Bad, kann man echt nichts sagen. Also, Fazit, wer auf diese Art von Whisky steht, Rauch hat er natürlich überhaupt keinen, der diese Dinge liebt, die ich voll als super genial empfinde, also dieses ranzig, leicht fäkale, dieses etwas muffig süße, dieses salzig karamellige, was diese Amandelado Sherry Fässer halt einfach rüberbringen, der ist mit dem Whisky wirklich sehr, sehr gut aufgehoben, falls man denn den überhaupt noch kaufen kann. Wenn die Chance sich bietet, den zu verkosten oder zu kaufen, dann tut das, gönnt es euch einfach selber, ist ein sehr, sehr, sehr leckerer Whisky. Ja. Das soll es für diese Woche wieder gewesen sein. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ich sage nur Stay Hard, Raise Your Horns und Slunge Him Up. Abonniert meinen Kanal und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, hier ist euer Whisky-Häcksler. Bis dahin, bleibt mir gewogen und habt ein gutes Wochenende. Servus.